Hi Leute, hier ist wieder eure Skydorissa zu einem neuen Part von Gravity Rush 2. Im letzten Part haben wir einige Nebenmissionen gemacht und wir wollen jetzt in diesem Part wieder einige Nebenmissionen machen. Jetzt wundert ihr euch, hä? Aber die letzten Nebenmissionen waren doch in Le Aegona. Ja, stimmt nicht so ganz. Folgendes, ihr erinnert euch doch sicherlich an diese eine Nebenquest, an der ich so verzweifelt bin, wo ich mir gesagt habe, nö, die mache ich offscreen. Habe ich gemacht. Und jetzt habe ich nach Le Havina geguckt. Wir haben einmal zwei Online-Herausforderungen zugeschickt bekommen. Die Schatzjagd habe ich schon offscreen versucht, die kriege ich nicht hin, das lasse ich lieber. Und dann haben wir noch die Nebenmission, dich zu finden. Die war vorher nicht da, da bin ich mir sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht durch die eine Nebenquest ausgelöst wurde oder ob wir die jetzt einfach so bekommen haben. Ich weiß es nicht, aber wir versuchen sie mal. Moment, hatte ich jetzt schon die Nebenmission? Nee, ich hatte zuerst die Herausforderungsmission, die wir zugeschickt bekommen haben, markiert. Weil ich mir dachte, ja, machen wir die schnell, machen wir dann die Nebenmission und dann ist das auch wieder ein schöner Part. Und im nächsten Part können wir ja dann auch noch nach Le Aegona. Das ist ja gar kein Problem. Achso, was auch noch passiert ist, weil ich halt ein, zwei Schatzjagden zwischendurch versucht habe, habe ich jetzt hier einiges an Juwelen. Heißt, ich verteile jetzt noch ein paar Power-Ups. Und zwar als nächstes für den Gravitationskick, dass wir mehr aneinander rein können. Und ich würde sagen auch den stärkeren Combo-Angriff. Alles andere sollte dann beim nächsten Mal kommen. Beim nächsten Mal möchte ich auf Ausweichen gehen. Also es war halt so, ich habe bei den ganzen Schatzjagden und zwischendurch auf dem Weg dorthin immer so viele 50er-Juwelen gefunden, dass ich das einfach jetzt verteilen wollte. Gut. Dann gehen wir mal hier hin und... Was? Ach, eine Fotoüberprüfung. Na dann, zeig mal her. Oh, das ist süß. Na dann gebe ich doch ein Toll. Alleine, weil Dusty und der Hund da irgendwie geschnuppert haben. Das sah so süß aus. Gut, und hier haben wir die Herausforderungsmission Gleitrennen 1. Frühlingsbrise. Ein Rennen nur mit Gravitationsgleiten. Gleite wie ein Profi, um das Ziel rechtzeitig zu erreichen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also ich nehme die Herausforderung gerne einmal an. Achso, nein. Nicht die Herausforderung annehmen. Ich wollte es einfach nur starten. Man kann also auch sozusagen eine Online-Zeit miteinander vergleichen. Das finde ich ganz gut. So. Man merkt, ich werde langsam besser im Gravitationsgleiten. So. Die Hälfte der Checkpoints haben wir jetzt schon geschafft. Sehr gut. Ah, da hinten geht's weiter. Sehr gut. Ist der letzte und hier ist das Ziel. Sehr gut. 55 Sekunden. Also nicht mal eine Minute. Mal sehen, was wir dafür bekommen. Ich schätze mal nichts Großes, aber besser als nichts. Oh, Silber. Cool. 300 Juwelen. Sehr schön. Ja, da fängt der Part doch gut an. Gut, machen wir gleich die nächste Herausforderungsmission. Ich bin mal gespannt, was wir da bekommen haben. Ich finde es übrigens auch total cool, dass man die online zugeschickt bekommt. Moment, hatten wir die schon gemacht? Moment, das muss ich mir nochmal angucken. Es kann sein, dass wir die schon gemacht haben, aber wenn, ist sie mir nicht aufgefallen. Beziehungsweise, dann war vorher dieses Icon nicht da. Dieses Mail-Icon bedeutet ja, dass sie zugeschickt wurde. Oder dass eine Herausforderung zugeschickt wurde. Ich glaube, die haben wir schon gemacht, die hier. Machen wir mal die hier. Ja, tatsächlich, das ist die, die wir schon mal gemacht haben. Aber wir haben eine Herausforderung gekriegt. Mache ich das? Nö. Dann natürlich nicht, dann mache ich die selbstverständlich nicht. Dann mache ich nur die Nebenmission noch. Eine Herausforderung mag ich mich noch nicht stellen, weil
Ich finde, ich bin noch nicht sehr weit in der Story gefühlt und ja, ich möchte erst ein paar mehr Abilities haben, bevor ich mich da irgendwem stelle. Es kann ja sein, dass mir jemand gegen kurz vor Ende des Spiels was schickt und er deswegen eine unglaubliche Zeit geschafft hat und ich es nicht schaffe, weil ich halt noch so weit hinten bin. Deswegen will ich da noch abwarten und... Oh, ein Juwel. Zwar nur ein einzelnes, aber nehme ich auch. So, dann reden wir doch mal mit dir. Dich zu finden. Der kommt mir bekannt vor. Hey, du bist doch dieser Reporter. Stimmt, das ist der gleiche Reporter wie bei Schatten über Schatten. Heißt also, ich habe das durch diese Stealth-Mission... Ich habe es übrigens folgendermaßen gemacht. Ich habe mir einen Guide aufgemacht. Hab immer 5 bis 10 Sekunden geguckt, je nachdem, wie lang es war. Wusstet ihr eigentlich, dass es da einen Shortcut gibt? Ich bin immer einen denselben Weg gelaufen, aber es gibt einen Shortcut, wie man das richtig schnell hinkriegt. Das ärgert mich total. Ich gehe einem Gerücht nach, dass einer der Jungs aus Havina wohl entführt wurde. Entführt? Das ist eine Riesensache. Ja, und wenn ich meinen Knaller kriege, wird der Artikel auch eine Riesensache. Das Wichtigste ist doch, den armen Jungen zu finden und ihn zu seinen Eltern zurückzubringen. So ist es recht. Ich will herausfinden, ob jemand etwas gegen die Eltern hatte. Würdest du dich mit diesem Foto des Jungen etwas umhören? Wenn du es erfährst, funk mich an. Gut, dann höre ich mich zuerst hier um. Okay, das sollte ja nicht zu schwer sein. So. Ich muss mich umhören, um herauszufinden, ob jemand etwas weiß. Oh, dieser Bursche. Ich habe ihn drüben am Pier mit einer Frau aus Elgona reden sehen. Sie hat zumindest so ausgesehen, als wäre sie von dort. Vielleicht sind sie dorthin gegangen. Der Pier ist der einzige Ort, wo Leute aus Elgona geduldet werden. Okay, dann sehe ich mal nach, ob er dort ist. Zum Pier geht's dort entlang. Irgendetwas erfahren? Er soll sich am Pier mit einer Frau aus Elgona unterhalten haben. Ich gehe jetzt dorthin, um nachzusehen, ob er dort ist. Eine Frau aus Elgona? Sie muss auf Lösegeld aus sein. Bist du denn nicht ein bisschen voreilig? Du hast recht, vermutlich lohnt es sich, am Pier nachzuschauen. Falls du diese Frau dort siehst, mach ein Foto von ihr. Das sollte ja nicht zu schwer sein. So. Na, ich muss immer noch an so ein paar kleinen Ecken beim Gravitationsgleiten feilen. Aber ich werde besser. So. Sehr gut. Ah, ich sollte ihn fragen, ob er etwas weiß. Dann reden wir mal mit ihm. Der Junge und diese Frau aus Elgona. Also ich fand es schon etwas verdächtig, aber sie schienen einander zu kennen. Schließlich kann sie unmöglich zur Familie gehören. Ah, da ist sie ja. Wo? Das ist die Frau. Da ist sie. Ich sollte ein Foto machen. Ich bleibe lieber auf Abstand, damit ich sie nicht alarmiere. Gut, öffnen wir mal die Foto. Übersicht. So. Ah, das mit dem Gyrosensor ist ein bisschen schwierig. So, ich brauche ein Foto von vorn. Moment. Oh, ich vergesse immer, dass ich hier oben drücken muss. Ich brauche ein Foto von dieser Frau. Wer bist du und was willst du von mir? Mist, sie hat mich gesehen. Ja, das war auch ein bisschen blöd von mir. Ganz ehrlich, das war blöd von mir angestellt. Ey, sag mal. Cat, könntest du da auch mal stehen bleiben? Sehr schön.
Das ist nämlich meine Idee, dass wir von hier aus ein Bild von vorne machen. Moment. Das sollte gehen. Sehr schön. Oh Mann. Ich lerne es nicht. Ich lerne es einfach nicht. Ich will immer Kreis drücken zum Abbrechen. Gut, mal sehen. Ich habe die Frau gefunden und folge ihr. Hast du das Foto? Yep, perfekt getroffen. Prima, dann bleib an dir dran. Wir sind dir vielleicht einem großen Verbrechersyndikat auf der Spur. Ein Syndikat? Mein letzter Artikel wurde zurückgehalten. Aber diesmal wird die Welt die Wahrheit erfahren. Verlier sie bloß nicht. Ich bin Gravitationsschifter, da werde ich wohl an einem Boot dranbleiben können. Miau. Ja, kein Problem. Stimmt's, Dusty? Okay, ich zähle darauf, dass du uns aufs Titelblatt verhilfst. Vertrau mir. Miau. Was ist denn, Dusty? Sie ist weg. Mist, sie ist weg. Moment, dieser Typ hat gerade mit ihr geredet. Ich sollte ihn fragen. Er weiß vielleicht, wo sie hingegangen ist. Entschuldigung, weißt du, wo die Frau, die eben hier war, hin will? Die neue? Hört Feierabend, also nehme ich an, dass sie nach Hause will. Ich glaube, sie sagte, dass sie unten in Elgona lebt, an den Wassertanks. Die Wassertanks in Elgona, alles klar. Ich muss sie erwischen. Na gut, dann lassen wir uns mal fallen. Ganz lange fallen. Damit wir für den Notfall die Gravitationsanzeige sparen können. So. Der Junge steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich muss sie finden. Ob sie wirklich ein Kind entführt hat? Wenn sie ihn wirklich entführt hat, hole ich ihn zurück. So. Jetzt können wir uns wieder fallen lassen erstmal. So, mal sehen. Gleich sind wir da bei den Wassertanks. Hä? Da ist ihr Luftboot. Ich mag immer noch die Musik von Leia Gona. Die ist toll. Die unterhalten sich. Puh, da ist sie. Diesmal verliere ich sie nicht. Sie geht weiter. Hm, vielleicht. Hm, diese Person hilft dir vielleicht bei der Entführung. Ich darf mich nicht entdecken lassen. Ach, hey, ich darf nicht gesehen werden. Oh, ist das wieder so ein Stealth-Mist. Ich kann das nicht leiden. Mit wem redet sie da? Oh, nicht, dass ich entdeckt werde. Ob diese Person mit der auch mit der Entführung zu tun hat? Moment mal, wer ist das kleine Mädchen? Ob das ihr Versteck ist? All diese Leute müssen mit ihr unter einer Decke stecken. Ich sage mal lieber dem Reporter Bescheid. Bist du der Frau zum Versteck des Verbrechersyndikats gefolgt? Naja, ja und nein. Es ist weniger ein Verbrechersyndikat als eine Familie. Verstehe ich nicht. Ich komme jetzt dorthin. Mach unbedingt ein paar Fotos. Fotos, alles klar. Am besten mache ich ein Foto von den beiden zusammen und eins von dem Gebäude. Nicht ins Stativ. So. Oh, ich bin noch etwas zu weit weg. Super, ein Foto habe ich schon mal. Das Gebäude sollte ich lieber auch fotografieren. Perfekt!
Gut, das hätten wir auch gelöst. Moment mal, das ist das Kind. Sonderlich entführt sieht er mir gar nicht aus. Hab ich dich, Entführerin! Was willst du? Was ich will? Was willst du, du Entführerin? Entführerin? Moment mal, redest du etwa von diesem Jungen hier? Von wem sonst? Verrate mir doch! Hast du vor, ihn gegen Lösegeld festzuhalten? Ich mag ja arm sein, aber so verzweifelt bin ich nicht. Rede nicht so über meine zukünftige Mutter! Zukünftige Mutter? Hä? Damit ich das recht verstehe. Dieser Junge aus Havina hat sich in ein Mädchen aus Aegona verliebt. Oh, wie süß! Und sich seitdem heimlich mit ihr getroffen? Wahre Liebe kennt keine Hindernisse. Ich weiß, du willst bei mir sein, aber heimlich geht das nicht. Deine Familie sorgt sich um dich. Als er sich das erste Mal hierher schleichen wollte, habe ich ihn nach Havina gejagt. Diesmal habe ich erst gemerkt, dass er in mein Boot geschlüpft war, als wir ankamen. Ich kann schon verstehen, dass es so aussah, als wäre ich eine Entführerin. Mutter, darf ich trotzdem noch herkommen? Ich weiß, dass du sie aufrichtig liebst, aber du darfst nicht ohne Erlaubnis deiner Eltern kommen. Du hast sicher Angst, dass deine Eltern dir verbieten, herzukommen. Aber wenn du sie wirklich weiter besuchen möchtest, wirst du sie überzeugen müssen. Ich tue, was auch immer nötig ist. Tut mir leid für das Missverständnis. Ach, missverstanden zu werden, sind wir hier unten gewöhnt. Ich wünschte nur, die Kinder müssten nicht in unserer Welt aufwachsen. Irgendwie eine traurige, aber auch eine süße Geschichte. Ich habe den Jungen zu seinen Eltern nach Havina zurückgebracht. Tut mir leid, dass du deine Titelstory nicht bekommen hast. Vielleicht keine Titelstory, aber eine Story ist es auf jeden Fall. Eine Liebe, die Klassenunterschiede überwindet. Jeder sollte selbst wählen dürfen, wen er liebt. Und ergeben diese Kinder Hoffnung. Und diese Geschichte hat mir gezeigt, wie blind ich für die Probleme unserer Gesellschaft war. Darum möchte ich sie nutzen, um auch anderen die Augen zu öffnen. Ich freue mich schon darauf, den Artikel zu lesen. Falls er nicht auch zurückgehalten wird. Aber irgendwie war das total süß. So, was haben wir davon bekommen? Fotofilter sanft erhalten. Na, dann will ich den noch mal... Mache ich jetzt mal testweise ein Foto. Oh, das sieht schön aus. Ich glaube, das ist sogar der Filter, den ich schon auf vielen Schatzhinweisen gesehen hatte. Ja, das sieht irgendwie toll aus, aber trotzdem lösche ich es. Auswahl löschen, ja. Oh, ich lerne es nie, oder? Na gut, warten wir nochmal für einen Moment, damit die Karte sich wieder aufruft. Jetzt sollte hier gar nichts mehr sein. Ich gucke jetzt nochmal, ob das vielleicht noch irgendwas ausgelöst hat. Ne, wir haben nur noch in Le Aegona diese eine Mission und dieses eine Gespräch. Was haben wir hier? Hier ist ja die nächste Story-Mission. Hier waren jetzt auch ein paar Gespräche, ich weiß gar nicht. Die mache ich aber wahrscheinlich vor der Story fertig. Und dann... Ah, hier haben wir eigentlich noch gar nichts. Gut. Dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Und im nächsten Part sind wir dann aber wirklich in Le Aegona. Und machen dort die letzte Story-Mission. Die letzte Nebenmission vor der nächsten Story-Mission. Bis dann, Leute. Bye, bye.